Es geht hier um Musik aus Hollywood. Es geht um eine Suche nach dem Hollywood Sound, nach dem Klang. Exilkomponisten, die Komponisten wie Korngold, wie Miklos Rocha, Kurt Weill, Hans Eisler, die die Nazis entflohen sind und nach Amerika es geschafft haben und dort die Filmmusik neu erfunden haben, kreiert haben sogar. Hauptpunkt von dieses CD ist das Violinkonzert von Korngold. Ein Werk, das ich liebe seit meiner Kindheit, seit ich aufgewachsen bin mit der Aufnahme von Jascha Heifetz. Bei Musik wie Korngold läuft manchmal in Gefahr, dass man das einfach alles als schön bezeichnet. Und was wir versucht haben hier zu tun, zusammen mit Alexander Shelley und mit dem Orchester, ist, dieses wunderschöne Bild zu nehmen und einfach diese Patina ein bisschen abzukratzen. Weil darunter ist so viel Detail. Und es geht dann durch das Violinkonzert von Korngold, was auch große Hollywood-Filme verkörpert, weiterhin über Miklos Rocha. Und es schaut dann nach vorne. Und ich habe versucht, Komponisten zu finden, wo ich das Gefühl hatte zumindest, dass es eine direkte Verbindung zu einem Rocha oder zu einem Korngold gibt. Wir haben hier ein riesiges Orchester, weil wir wollten einen opulenten Klang haben. Es gibt aber dann wiederum Momente, und das kommt durch dieses tolle Spiel des Orchesters, aber auch durch die Orchestrierung und Bearbeitung von manchen Stücke, Momente der absoluten Intimität. Und deshalb hat diese CD sehr, sehr viele Gefühls- und Emotionswechselung, Abwechslung. Und das gefällt mir sehr. Lange Reise, voll von einem wunderschönen Klangteppich, wenn man so will, verschiedenen Erlebnisse, großartige Filme. Wenn ich mir drei Worte aussuchen müsste als Beschreibung dieser Platte, opulent auf jeden Fall, sehnsüchtig wäre ein anderes Wort und natürlich Hollywood.